Ja, sensationelle Performance von Elko, der sich freut. Elko, you're happy today. It's a great performance in the second day of Götzes. Yeah, großer Weltcup am zweiten Tag, ja, verrückt. New personal best, new national neue persönliche Bestleistung, neuer Landesrekord. Everything after each other. Ich habe 3 Jahre alles probiert, alles schwierig. Of a recovery than I expected. A surgery for my ankle, surgery for my wrist. Aber that's viele, so viele Verletzungen haben mich zurückgeworfen. Jetzt bin ich wieder da. After one event, I took a break till 1st of January 2017. Also nach Rio war schon eine Verletzung, war eine längere Pause. Und jetzt bin ich wieder da. During the 2 days. Mit was waren Sie am meisten zufrieden an den beiden Tagen? I was the most happy with the 100 meter. Like the also die 100 Meter, die waren schon sehr, sehr beeindruckend für mich. Die 10,57 so waren für mich persönliche Bestleistung, habe ich nicht erwartet. Weitsprung war stark, 7,61. Ich war sehr, sehr stabil, auch das natürlich wichtig. Und darum glaube ich, dass ich mich noch ein bisschen steigern kann. Ja, Sie waren 7 Sekunden im abschließenden Bewerb hinten. Was haben Sie gedacht, könnte da noch was gehen? Bad for me, Well, I started 1st of January with training again. Also ich habe erst im 1. Jänner wieder angefangen, richtig trainieren nach meiner Verletzung. My success with him, but it was time for a change, so I decided to train myself. So I made my own schedule. Training war so umgestellt, Trainer gewechselt, habe selber viel gemacht. Habe viel auf dem Fahrrad auch gemacht, weil ich mit Knöchel und mit der Wade immer Schwierigkeiten hatte. So, ich habe nicht richtig gewusst, was da möglich war. Ausdauer eben mehr am Hometrainer gemacht und am Fahrrad. Und darum habe ich nicht wirklich damit spekuliert. Aber wenn ich gespürt hätte, in der letzten Runde geht noch was, hätte ich schon versucht. Kleine Party heute noch, geht sich was aus? Ja, ja, wird auf alle Fälle ein gutes Fest hier. Das habe ich mir redlich verdient. Man muss den Zehnkampf genießen können, das ganze Wochenende. Und das ist auch wichtig, das muss man auch können, hier wirklich alles genießen zu können. So we can und jetzt darf man dann auch mal am Abend so ein bisschen feiern. You.